Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zur nächsten Partie mit dem SC Freiburg. Wir spielen heute gegen Bayern München. Das wird eine mega heftige Schlacht. Mal gucken, wie wir uns da schlagen können. Ihr könnt es vielleicht auch schon sehen an unserer Aufstellung. Ich habe komplette Mannschaft austauschen müssen, weil wir nach dem letzten Spiel einfach komplett fertig waren. Ihr seht hier, unsere Hauptakteure haben keine Energie, fast gar nichts. Grifo hier, echt super wenig Energie. Ich habe alles Mögliche ausgewechselt. Ich sollte vielleicht Pedersen eventuell auf die Bank noch setzen. Kann vielleicht nicht schaden. Irgendwie statt Mees oder so. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie das läuft. Gucken wir mal, wie es im Spiel gleich aussieht gegen die Bayern. Bis gleich. Und damit geht es jetzt auch schon los. SC Freiburg gegen Bayern München. Wir hier zu Hause. Wird aber keine einfache Aufgabe. Das ist natürlich klar. Dessen sind wir uns ganz stark auch bewusst. Und schauen jetzt einfach mal, upsala, wie das jetzt hier läuft. Mal sehen, ob ich überhaupt klarkomme. Ich habe jetzt die letzten Tage ja kein Video hochgeladen. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen aufgefallen ist. Ich war da hauptsächlich, oh schade, Lazaro, draußen unterwegs. Ja, ich war draußen, echt so ein Quatsch, ne? Und habe Pokémon gefangen. Ich habe Pokémon Go gespielt. Und ja, vielleicht, falls ihr Bock habt, kann ich natürlich auch dazu mal ein paar Videos machen. Ich kann mir da die GoPro einfach umschnallen und euch so ein bisschen zeigen, wenn ich da ein bisschen was am Fangen bin, sozusagen. Oh, schöner Schuss. Und der ist einfach drin. Der ist einfach drin. Von Arturo Vidal, glaube ich, war der Schuss. Wahnsinn. Boah, keine Chance. Was ein Fernschuss, ja. Verteidiger läuft an ihm vorbei und dann kommt da der Schuss raus. Krass, 1-0 für die Bayern. Auf jeden Fall habe ich da schon ein bisschen gelevelt. Der eine oder andere wird fragen, hey, wie kann das denn sein? Ich finde das gar nicht im Play Store. Ohne diese Stimme eventuell. Die Sache ist, in Deutschland ist das noch gar nicht so richtig offiziell draußen, das Pokémon-Spiel. Man kann es für iOS und Android, aber trotzdem schon runterladen. Es gibt da so einige Tricks, wie das funktioniert. Wie gesagt, bei Bedarf kann ich gerne euch dazu auch ein bisschen was erklären. Falls ihr das wollt, mache ich dazu auch noch extra Video. Oh, sieht gut aus. Ah, oh, jetzt, nein, nein, nein. Och, sagt der faul Schweinepriester. Naja, ich bin auf jeden Fall da so ein bisschen bei Pokémon Go. Oh, was? Aufgelevelt auf Level 12 inzwischen. Habe ein paar starke Pokémon. Möller-Deli. Hab mir da schon richtig starke Pokémon besorgt, beziehungsweise ertrainiert. Und bin in den letzten paar Tagen, glaube so gefühlt 30 Kilometer durch die Gegend gelaufen. Es sind nicht ganz 30, ich glaube es sind 27 laut der Ingame-Anzeige. Also dass ich da 27, irgendwas Kilometer gelaufen bin. Und das ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Menge, die ich da runtergerissen habe. In Anführungsstrichen. Also ich fühle mich auch entsprechend. Ja, also 30 Kilometer läuft man nicht mal eben so. Elfmeter. GG. Ich dachte, er erwischt den Ball. Ja, ja, ist schon okay. Aber Scheiße. Was zur Hölle? Rote Karte direkt. Wahnsinn. Hier geht's ab. Da sagt Yoshi, wow, der ist auch wieder hier am Start. Guckt ein bisschen zu. uiuiui. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, euch da ein bisschen was zu zeigen. Oh, voll erwischt. Okay, Lazaro, wohin? Hätte er halten können, das Ding. Das hätte er echt halten können. Kirchhoff ist vom Platz gestellt. Rote Karte kassiert. Sehr schön, Lazaro. Sehr, sehr schön. Siligardi mit langen Haaren. Interessant. Ja, da haben wir auch Grund zum Feiern. Wir haben den Ausgleich geschafft. Bayern jetzt hier in Unterzahl. Um, das Ding ist drin. Wir können feiern. Sehr schön.
Also eventuell werde ich dann mir so ein Gerät hier umschnallen. Also es gibt ja für die GoPro so ein, so ein Gurt, den man so um den Brustkorb machen kann. Und damit könnte ich zum Beispiel dann halt auch Videos unterwegs aufnehmen, ohne dass ich die ganze Zeit eine Kamera in der Hand halten muss. Ich denke aber, das Audio wird halt nicht so geil dann sein. Deswegen mal schauen, wie ich das gelöst bekomme. Philipp! Ah, natürlich wieder stark abgeblockt. Unten bitte. Ich bin da jetzt so hektisch. Ich versuche mal so doll direkt auf den Gegner zu grätschen. Ja, okay. Haben wir. Oh, hey, hey! Sehr gut. Shit, wer war das? Wer hat da aufgepasst? Okay, David Alaba auf Vidal. Schuss! Eieieiei, ich dachte, der Keeper reagiert einfach überhaupt nicht und Müller macht das Ding rein. Das wäre es noch. Das hätte er bei der EM mal machen sollen. Hat auch nicht geklappt, leider. Sah eh nicht aus wie hier. Also doch, der Realismus ist hier dann doch relativ hoch. Finde ich sehr, sehr schade, dass Müller da echt so wenig gerissen hat. Also ich weiß nicht, hat er überhaupt ein Tor geschossen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Hätte mich echt super für ihn gefreut. Aber es kann halt nicht immer klappen, es ist halt auch nicht einfach. Der Gomez stand da halt für ihn immer ganz gut, ne? Da hat es auch mit dem Anspielen recht gut geklappt. So wie man munkelt, braucht halt einfach Müller, sieht Neuer sehr gut, Müller braucht halt einfach so einen richtigen Stürmer vor sich. Oder irgendwie, dass er den halt anspielen kann, so einen richtigen Stürmer. Das ist ja Müller nicht unbedingt. Und wenn er da keinen richtigen Stürmer hat, der dann halt auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht, dann wird es halt auch ein bisschen schwierig. Nur halt ein bisschen bitter, dass das selbst mit den Torschüssen nicht geklappt hat bei ihm. Aber okay. Die EM ist ja soweit für Deutschland halt raus. Ganz schlechtes Ding und da ist wieder der Thomas Müller. Da steht er dann tatsächlich mal zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ah, verdammt. Verdammt. Ja, da kannst du echt nichts machen. Ach. Da halten wir den. Ich krieg den auch nicht verteidigt, die Verteidigung. Ja, Müller steht dann einfach richtig da. Sehr gut, top. Also ich kann mich dafür die Bayern freuen. Ah, was mache ich da? Junge, 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 Otaldo. Ganz schlechter Pass. Sehr gut. Ach. Mann, die Bayern sind ein Mann weniger, aber die sind halt so extrem stark. Alaba. Auf Douglas. Costa. Bin gar nicht dazu gekommen, den Ball irgendwie wegzuspielen. Trotzdem haben wir den da irgendwie ins Aus buxiert. Lazaro hier auch auf dem letzten Meter hier nur noch am rumkräuchen. Das ist erst die erste Hälfte. Das heißt, wir werden da in gut 10, 20 Minuten, 10, 15 Minuten, 10 Minuten würde ich eher sagen, Lazaro auswechseln. Gegen wen? Miyachi? Miyachi könnten wir machen, der ist nicht ganz so verkehrt oder ganz so kaputt. Delgado eher fürs ZOM oder so. Kübler auch nur komplett RV, schade. Grifo kann auch auf rechts spielen, aber ihr seht ja selbst, nicht so frisch. Holen wir lieber Miyachi rein in so 10 Minuten. Na gut, die beiden liegen jetzt wieder vorne. Ist halt einfach die stärkere Mannschaft, das müssen wir ja neidlos zugeben. Hat auch keiner erwartet, dass wir jetzt hier Bayern 5-0 wegschießen.
Aber dass wir hier mit einem Elfmeter das klar machen, ist ja schon mal ganz nice. Ah, Chiri! So, einmal da bitte. Wo läufst du denn hin? Warum läufst du denn weg? Du stehst doch da perfekt. Er stand doch schon da perfekt. Nein! Das war richtig gut. Das war richtig gut. Er hätte den annehmen können, wenn da nicht noch einer dazwischen gegangen wäre. Da ab in die Mitte. Ah, da hat Neuer kein Problem. Der Abschluss da von Philipp. Das war überhaupt nicht gefährlich, weil da auch eben auch einer dazwischen gekommen ist. Das ist immer das Gute. Ach, ein Foul. Wenn du einfach dazwischen gehst, ein bisschen... Dann darfst du halt nicht zu sehr ablenken eventuell den Ball. Dann hast du natürlich vielleicht noch das Pech, dass der dann anders fliegt, als dein Keeper denkt. Und man da sowas kassiert. Aber in der Regel Fuß vor. Das hilft meistens schon. Sehr schön, Möller! Ah. Verteidigung ist auf Zack. Es gibt jetzt hier die Ecke. Einmal bitte kurze Eck dicht oder den Keeper dicht stellen. Arturo Vidal. Ah. Ich bin hinterher. Douglas Costa macht mich da nass. Ich war doch schon dran. Das ist die Anzeige, ne? Verpiss dich, Anzeige. What? Costa. Sehr schön, Schulz. Oh nein, da kommt er nicht ran, oder? Ich habe gesehen, dass er da oben läuft und deswegen dachte ich mir, hau mal ein Ding raus, aber das war dann doch... Viel zu weit. Okay, Tarasay auch schon am Röcheln. Ah, der hat noch ein paar Minuten. Gehen wir Nummer 5. Da kommen wir nicht mehr hinterher. Wird jetzt aber auch gewechselt, Lazaro. Was? Na gut. Ah! Nicht richtig gekriegt. Schade. Stark bisher, auf jeden Fall das Spiel. Muss man ja zugeben. Bayern haben natürlich die Chancen hier optimal genutzt. Auch der erste Schuss von Arturo Vidal, dieser Fernschuss. Jetzt Costa. Thomas Müller weiß, wie es hier geht. Mit dem Bayern klappt's. Mit dem Bayern klappt es echt sehr gut. Da kann Schulz auch nichts mehr zu sagen. Ich habe den halt einfach nicht abgeblockt bekommen. Der ist einfach so unendlich wild. Wuselig. Und dann steht Müller da einfach auch sehr gut. Na gut. Okay. Oh, was war das denn für ein beschissener Pass, Kumpel? Ihr habt gesehen, was ich da spielen wollte, oder? Ihr habt's doch gesehen. Schulz, gut reagiert. Sehr, sehr gut. Man hat es eigentlich doch gesehen, was ich da machen wollte. Dann spielt ihn da so doof. Okay, Tarasay, da müssen wir wohl mal Delgado reinholen. Und auf links. Grifo rein, der ist auch nicht viel fitter, aber okay. Ich glaube, danach haben wir noch wieder ein wichtiges Spiel, oder? Eine Allee. Wohin geht der Ball? Bayern? Oh, du Costa ist raus. Okay. Noch einmal die Ecke. Haben wir. Okay, ab nach vorn. Der wird wahrscheinlich direkt wieder abgefangen. Ja, natürlich.
Hab ich. Einmal da lang. Jetzt gehen wir mal offensiv. Totaler Angriff. Pass mal auf. Warum läufst du denn weg? Was ist denn mit dir verkehrt, Kumpel? Das kann doch nicht sein. Ich verstehe es auch überhaupt nicht, warum ihr da so Mist macht, Jungs. Lauf doch nicht weg. Boah, natürlich, den Totalangriff merkt man. Hinten fehlt jetzt einfach mal die halbe Verteidigung. Paul und Thomas Müller. Miyachi. Ja, ach komm, Schiri. Ha. Ja, da pfeift er. Was eine Pfeife, ey. Was eine Pfeife. Auch nochmal gelb. Nachträglich da oder was? So, 3 zu 1. Und? Abstoß, ne? Müsste Abstoß geben? Ich glaube, ja. Leider hat es nicht geklappt gegen die Bayern. Die haben sehr viele Paraden gemacht. Aber die sind natürlich da einfach stärker als wir. Ich probiere zumindest, hier irgendwie noch ranzukommen. Okay, ja, gut, alles gut. 3 zu 1, ja, da rankommen werden wir nicht mehr, vielleicht noch ein 2 zu 3 oder so, aber es wird unwahrscheinlich. Wir haben noch keinen richtigen Schuss so aufs Tor bekommen. Die stehen halt einfach hinten viel zu stark. So. Grifo. Ja, direkt in den Mann rein. Wer war dazwischen? Der eigene Mann oder gibt es jetzt hier nochmal Ecke? Ja, es gibt nochmal Ecke. Wow, schöner Kopfball. Stark gemacht. Noch einmal. Wow, wie knapp ist das denn? Der macht Schulz fast noch das Tor. Robert Lewandowski. Und vorbei. Schade, Schulz hat da echt den Ball auf dem Fuß. Und die Bayern feiern jetzt hier auf dem Platz. Ich weiß nicht. Ja, okay. Alles in Ordnung. 6 zu 8. Also wir hatten noch mehr Chancen. Verdammt. Verdammt, Mann. So, dann heißt es wieder mal Training, Training, Training. Didi, ich wollte ein bisschen noch pushen oder was? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da noch vorhatte. Aber gutes Spiel soweit. War ein sehr gutes Spiel. Die Bayern haben halt einfach wesentlich besser gespielt. Halbfinale und wir haben keine frische Mannschaft. Ich werde für die nächste Folge die Aufstellung wieder überprüfen. Ich werde da was machen. Mal gucken, ob wir da was Schönes gezaubert bekommen. Pressekonferenz natürlich einmal uns hier motivieren. Wird aber vermutlich nicht einfach werden gegen Wolfsburg. Ja. Vermutlich ist das hier auch unser Ende. Kalender kurz angeguckt. Danach Valencia, Halbfinale. Alles klar. Ja, nee, da die Woche ist einfach des Todes. Ich sage soweit erstmal danke fürs Einschalten. Hoffe, euch hat es soweit gefallen. Gerne lasst einen Daumen noch hoch da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.